Ja, der Bike-Reparierladen. Endlich. Hey. Hey, Kind. Du bist genau in den richtigen Laden gerannt, wenn du ein Fahrrad repariert haben möchtest. Oh, es sieht so aus, als ob du einen Fahrradreifen mit dir hättest. Das ist genau das, was ich brauche, um dieses Fahrrad zu reparieren. Warte einen Moment. Na bitte, fertig. Ein brandneues Fahrrad für umsonst. Yay! Um es zu benutzen, musst du es einfach nur aus deiner Tasche benutzen. Ja. Endlich. Oh, ja. Das soll ich nicht mehr registrieren. Gut. Dann wollen wir mal. Yeah! Ja! So, hi Leute, willkommen zurück zu Pokémon Uran. Wo wir uns jetzt endlich unser Fahrrad abholen konnten, nachdem Theo uns zurückgelassen hat oder sich von uns verabschiedet hat. Und wir sind jetzt auf Route 5. Ach, der Herbstgegend. Und hey, da liegt schon wieder ein Pokéball rum. Hey, Wiederbelebung. Ah, okay. Da ist wohl jemand, der es nicht erwarten kann, gegen uns zu kämpfen. Ich werde allerdings erstmal ins Pokémon Center gehen. Immerhin hatten wir eine ziemlich lange Prügelei hinter uns. Rochfahle Stadt. Yeah, Poké Center. Das ist immer so der erste Stopp, wenn ich in der Stadt komme. Erstmal ins Pokémon Center. Erstmal heilen. Hi. Ich bin eine Krankenschwester in Ausbildung. Ich bin hier in diesem Pokémon Center stationiert, um mehr über die Behandlungsmöglichkeiten von Pokémon zu lernen. Ja. Da hat sie einiges zu tun. Ich meine, gerade eben war noch schönster Sonnenschein und jetzt regnet's. Okay. Es ist beeindruckend, wie unsere unsere Wirtschaft funktioniert, wenn die Hälfte der Population einer ganzen Region Trainer sind. Trainer, die nicht arbeiten. Wie würden wir uns sie jemals ernähren können, wenn wir keine Pokémon hätten, die uns helfen würden? Ja, da wären wir ziemlich aufgeschmissen. Hat er schon recht. Okay, er sagt nur dasselbe. Diese Häuser haben keine Türen. Die Leute müssen jeden Tag durch die Fenster einbrechen. Mal schauen. Es regnet. Vielleicht gibt es irgendwelche besonderen Ereignisse. Gibt es irgendwas in dem Teich? Oh, scheinbar nicht. Okay, es war ein Versuch wert. Warum regnet es auf einmal? Ich lebe in Rochfahle, seitdem ich ein kleines Kind war. Die Berge sind so rau, um dort zu leben, aber ich halte mich gesund. Und dadurch bleibe ich auch noch relativ jung. Ach nein, sie ist noch immer so energiegeladen und jung wie eine. Oder frisch wie eine Junggebliebene. Okay. Wusstest du, dass Tandoor durch zwei Vulkane geformt wurde? Beide sind zurzeit inaktiv, aber die regionalen Champions League findet direkt über einem von ihnen statt. Okay. Es ist vielleicht nicht ganz der sicherste aller Orte, um einen Kampf abzuhalten. Vor allem, wenn du ein paar Pokémon dabei hast, die Earthquake haben, also Erdbeben. Plam! Kapau! Ich möchte ein Superheld werden, wenn ich groß bin. Unser Luna-Pub bewacht ganz treuherzig unser Haus jede Nacht.
Aber bei Vollmonden hört es einfach nicht auf zu heulen. Er heult den Mond an. Papp, papp. Papp, papp. Luna Papp. Okay. Yay, und jetzt wieder schönes Wetter. Wie ist das? Das Wetter in den Bergen kann sehr schnell umschlagen. Von einer Minute auf die nächste hast du einen Regenschauer, der nicht aufhören will. Als ich jung war, lebte ich in einer großen Stadt. Nun lebe ich hier in der ruhigen Countryside. Ja, in der ruhigen ländlichen Region. Dafür gibt es einen Begriff, er fällt mir nur gerade nicht ein. Okay, schätze, da geht's weiter. Es gibt so viele Häuser zu erkunden. Ich finde das cool. Hi. Hey, bist du ein Pokémon-Trainer? Super. Hör mal, wärst du vielleicht an einem Handel interessiert? Ich schaue mich nämlich nach einem Tofu-Rang um. Solltest du eins haben, gebe ich dir mein Palitsch dafür. Ich habe keinen Tofu-Rang und ein Palitsch. Denke ich, habe ich schon. Ort. Name. Ja. Paha. Okay. Also habe ich es noch nicht. Hätte sein können. Ein Tofu-Rang habe ich auch nicht. Ein Outin. Die Tandor-Rangers arbeiten unermüdlich an, um die Umwelt zu schützen und die Bewohner von dieser Region. Ja. Sie sind sowas wie die Polizei. Du bist ein Trainer, nicht wahr? Du erinnerst mich an meinen Sohn. Er war auch ein Trainer. Geh sicher, dass du dich immer daran erinnerst, wo du herkommst, egal wie weit du weg von zu Hause bist. Oh ja, stimmt. Auf meinem Weg vom Bikeshop habe ich nicht mal bei Tantchen angehalten. Hm? Du sagst, dein Vater ist ein Ranger? Dann dank ihm doch bitte von mir. Und es regnet wieder. Oh. Ich gehe schon ins nächste Haus. Ich spiele mit meinem Bruder. Bitte nicht stören. Diese Kinder und ihre Videospiele. Als ich ein Kind war, haben wir draußen gespielt. Im Schlamm. Und wir haben es geliebt. Denkst du, dass sie jemals ein Spiel entwickeln werden, das hier in Tandor spielt? Um ein wenig in Metasprache zu sprechen, ja. Eines Tages hat mein Sohn versucht, in die Kometenhöhle zu gehen und sein eigenes Pokémon zu fangen. Ich musste ihn zurückschleifen. Ich fürs eine denke, dass diese ganze Pokémon-Roten-Unsinn nur meine Kinder zu Unfug anstiftet. Tja. Naja, so gesehen, sie haben Pokémon in der echten Welt. Wenn sie dann ein Spiel spielen, bei dem sie schon Trainer sind, ist es klar, dass sie dann ziemlich ungeduldig werden, es selber mal ein Poketrainer zu sein in der echten Welt. In ihrer echten Welt. Ich mache mir Sorgen um meine Schwester. Sie ist ein bisschen zu vertrauensselig mit Fremden. Okay. Ist das deine Schwester? Bist du ein Trainer? Hast du Pokébälle gefüllt mit Pokémon? Glaub mir, ich habe noch viel mehr Pokébälle, die nicht gefüllt sind mit Pokémon. Hörnchen hört einfach nicht auf, sie anzuschleppen. Hallo, ich bin ein Pokémon-Enthusiast. Ich sehe, du bist ein Trainer. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich suche nach einem ganz bestimmten Pokémon. Ich kann mich nur nicht daran erinnern, wie es nochmal heißt. Wenn du mir helfen kannst, dann gebe ich dir eine Belohnung. Es war eine Art dicke gelbe Schlange, richtig?
Eine dicke gelbe Schlange. Oh, ich weiß es. Ich muss nur kurz losgehen und Wobble Bee holen. Ah. Wobble Bee. Pokémon bewegen. Wobble Bee. Da ist er. Ist sie. Ja, ich nehme Azuri mal kurz raus. Hi, Amber. Ups. Ja, passt. Der Pokémon-Enthusiast wird mich noch eine Weile beschäftigen, wahrscheinlich. Hi. Genau. Eine dicke gelbe Schlange. Wobble Bee. Oh ja, Dunsparce. Das stimmt. Wow, ist das süß. Ich bin so glücklich. Hier, das ist der beste Tag meines Lebens. Wie kann ich dir denn dich dann für nur bezahlen? Ich schätze, das muss wohl reichen. Yay, ich habe einen Mondstein bekommen. Oh, willkommen zurück, Trainer. Du bist genau zur richtigen Zeit zurückgekommen. Ich habe mich nach einem weiteren Pokémon umgesehen. Ich bin nicht einen einzigen Schritt davon gegangen. Es ist ein schwaches Wassertyp-Pokémon, das wirklich stark wird, wenn es sich entwickelt. Er redet von Carpador. Warum habt ihr kein... Warte. Nein. Ich wollte gerade sagen, warum habt ihr keinen PC bei euch im Haus, damit ich einfach nur mal kurz auf meine Box zugreifen kann und nicht dann ins Pokémon Center rennen muss. Hier ist es natürlich sehr von Vorteil, wenn man im Endeffekt schon mal weiß, was er will, dann kann man sein Team nämlich damit füllen und dann kann man so an die 6 Aufgaben gleich mal in einem Schritt abarbeiten, ohne hin und her rennen zu müssen. Okay, neuer Anlauf. Hey, ja. Schwaches Wasser-Pokémon. Hier, Goldie. Oh ja, Carpador, das war's. Stimmt. Es sieht zwar noch nicht nach viel aus im Moment, aber es glüht vor Potenzial. Warte einfach nur, kleiner Fisch. Eine große Zukunft steht dir bevor. Ich frage mich eigentlich, wie es Carpadors in der wilden Natur überhaupt schaffen, sich zu Gyarados zu entwickeln, weil sie nichts außer Platscher haben. Hier, Trainer, nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Wasserstein. Okay, nächste Aufgabe. Ein Feuertyp-Vogel und ich denke, es hat eine Vorevolutionsform. Ah, das ist... Ja, das ist unser kleiner Paradiesvogel, Pagir? Ah, ja. Das habe ich nicht, das kann ich ihm nicht zeigen. Noch nicht. Ja. Ich habe nicht mal ein Pagir. Ich habe es nur gesehen, glaube ich. Okay, und wieder zurück in deine Box. Blueberry, Flammia, Gruffles, Slither, EO, Nyan, Lotus, Otti, Zornball, Blubbles, Gaia und Kiesel. Die letzten zwei. Sandvale. Oh, Level 22 und Level 15. Stein. Im Moment werde ich noch mit meinem alten Team herumrennen. Ich glaube aber, dass ich jetzt hier schon mal zumindest einen ziemlich Großteil, außer in der Richtung, abgehandelt habe. Professor Zypresse lebt hier in Rochvale. Ich habe gehört, dass sie alle möglichen Projekten mit Hilfe von allen möglichen Projekten versucht, die Kommunikation zwischen Menschen und Pokémon zu verbessern. Das ist beeindruckend. Oh, Zypresse? Wie viele... warte. Zypresses Pokémon-Labor. Wie viele Professoren gibt's in diesem Spiel? Die Tür ist versperrt, aber es klebt eine Notiz daran. Sie ist komplett aufgeweicht. Vorübergehend geschlossen wegen eines Notfalls.
Guten Tag, Psi. Hi, das ist Larry. Ach Gott, ich habe einen Telefonanruf gekriegt. Es ist verwirrend, wenn man keinen Soundeffekt dazu hat. Bereit für eine Revanche? Beryl und ich haben richtig hart trainiert. Ich warte in Route 2 auf dich, wo wir uns getroffen hatten. Finde mich und lass uns kämpfen. Route 2. Nein. Ich habe eine Menge Leute, die darauf warten, dass ich mich mit ihnen anlege. Da war ich doch gerade erst. Ich komme aus Kevlartown. Nee, die Revanche muss warten. Sorry. Da renne ich jetzt nicht noch zurück. Da renne ich nicht mehr zurück. Nicht fürs Erste. Aber der Notfall klingt ziemlich interessant. Links, rechts, weitergehen. Unten. Wir hatten noch ein paar Leute, die darauf gewartet haben, dass wir uns mit ihnen anlegen. Also seien wir erstmal so freundlich und machen das hier. Wenn du mich fragst, ist das hier die schönste Route in Tandor? Ja, bis jetzt ja. Muss ich gestehen, bis jetzt ja. Alphons hat recht. Oh, ein Voltilam. Mareep. Oh Gott, ein Voltilam. Ich habe Azuri draußen. Das könnte... Oh, wow. Ja, lad dich nur auf. Vielleicht schaffe ich es noch rechtzeitig, dich platt zu machen, bevor irgendwas passiert. Quick Attack? Erkat ist extrem stark. Selbst zwei kritische Treffer und nicht effektiv. Yay, okay. Barshorn. Ja, Barshorn war das Kampfschäfchen. Da werde ich Azuri nochmal draußen lassen. Weil Kampftyp ist schwach gegen Luft. Ich hätte jetzt so lachen müssen, wenn es viel weniger abgezogen hätte, obwohl es super effektiv ist. Und Alphons ist hinüber. Menschen, Leute denken, dass wir Camper keine ernsthaften Kämpfer wären, aber wir lieben es zu erkunden und die natürliche Umgebung zu genießen. Du solltest mal versuchen, dir die Zeit zu nehmen und Tandors Schönheit zu bewundern. Oh, glaub mir. Ich bewundere sie. Ich bewundere sie sehr ausgiebig sogar. So. Wir kommen langsam in die Level 20 Region. Yay. Oh hey, noch einer. Ei, nee. Hey, wo gehst du denn hin? Picknerin Jenny. Hi. Kokoran? Eine Kokosnusskrabbe. Stunspore. Okay, nicht effektiv. Es hat keine Wirkung. Gut. Strugglebug? Oh hey, ist es. Wow. Knuddel. Wow, Kokorana. Ne? Hier wird sich durchgewobbelt. Wow, okay. Ach ja, das andere war Level 10. Au. Das Lustige ist, dass der Langanhalten-Effekt mehr abzieht als die eigentliche Attacke selbst. Ein kritischer Treffer. Wow, Knuddel. Knuddel räumt gerade auf. Nun, ich hätte wohl nicht fragen sollen. Wo ich hingehe? Nach rechts. Also von mir aus rechts, nicht von dir aus rechts. Soothball. Ein Beruhigungsball? Okay. Und noch ein Camper. Fallende Blätter sind sowas von cool, aber ich vermisse Beale Beach Strände. Beale Beach Beaches. Alana. Das ist ein schöner Name. Kinemank. Knuddel. Ferry.
Ah ja. Tackle. Mal schauen, ob das hilft. Das Stunspore hilft nicht wirklich. Nein. Nein, ich will nicht, dass Knuddel kaputt geht. Kinemunk gegen Yoaman. Kinemunk ist ein Elektro-Normal-Pokémon. Das heißt, Kampf tut Kinemunk ziemlich weh. Und ich bin paralysiert. Oh. Okay. Low Kick. Pink. Oh ja, Yoaman kriegt ja mehr XP. Kostra. Keine Ahnung. Was ist das? Ein Gift-Pokémon, würde ich behaupten. Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung, was effektiv gegen Gift ist. Ah. Überlebst. Nein! Yoaman! Knuddel ist auch halb kaputt. Ja, Kamikaze. Ich habe keine Ahnung, was... Ich habe immer noch keine Ahnung, was gegen Gift effektiv ist. Okay, es ist Gift Psycho. Es sieht ein bisschen aus wie Birdo. Von Super Mario. Weinwip, schauen wir mal. Ne, nicht sehr effektiv. Wir sind beide nicht sehr effektiv gegeneinander. Metallklaue. Nicht wirklich. Aber Leech Seed gibt dem Ding jetzt den Rest. Hihi. Ah. Du kannst eine Lady nicht so einfach so schlecht behandeln. Ah. Ja, Mann. Ach halt, was mache ich denn? Ich habe ein Fahrrad. Ich sollte es benutzen. Damit bin ich schneller. Auf dieser Seite des Hauses regnet's. Die Wolken hängen am Haus fest. Ich mag die Musik. Okay. Ah, ich habe da oben jemanden gesehen. Hallo, Barschon. Es ist ein Kampf-Pokémon. Ich will, dass Stunspore endlich mal bei irgendjemanden wirkt. Also das ist, wenn das weitergeht, der nächste, das nächste, was flöten geht. Okay. Oh. Oh, okay. Fee ist sehr effektiv gegen Kampf. Silberwind. Oh, Silberwind. TM. Verbrauche ich TMs? Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Bulk up, Hidden Power, Giga, Frustration, Return, Brick Break, Attack, Snatch. Ich denke nicht. Powdery Scales blown by Wind and may also raise all the user's stats. Ooh. Ja, gerne. Ah, ja, stimmt. Es ist ein Käfer-Pokémon-Typ. Ja. Oh, ich habe nur 5 davon. Naja, nachdem Stunspore nicht so oft was hilft. Ah, das andere ist ein Käfertyp. Typ. 60 zu 100, 50 zu 100. Ich denke, ich werde das ersetzen für sehr, auch wenn es weniger Angriffsmöglichkeit hat dadurch.
immer eine passive Aktion mit dabei haben. Okay, ich verbrauche es auf jeden Fall nicht. Hi! Hey, kannst du mir ein paar Richtungsweisungen geben? Ich denke, ich habe eine falsche Kurve in Vinoville genommen. Corbin? Ich glaube, der hat sich ein bisschen mehr weiter verlaufen. Die Frage ist, wo will er eigentlich hin? Ich kann ihn nicht stunnen. Okay, schauen wir mal. Benutzen wir gleich die neue Attacke. Oh, süß. Nope. Knuddel ist einfach nicht sehr effektiv gegen Kinemunks. Nicht sehr effektiv. Spezialverteidigung. Warum powerst du dich jetzt auf? Ich benutze Tackle. Tackle ist keine Spezialattacke. Yay, Level 19. Tankoon. Tankoon. Ist dunkel? Ich probiere es jetzt einfach mal. Genau, es ist nicht sehr effektiv. Die Frage ist es wegen Fenig? Ja, es war wegen Fenig effektiv. Ich wusste doch, dass da irgendwas war. Ein Feenwind weht durch die Lüfte. Und ein Gibraltar. Ah, oh, das war der, glaube ich, der Blitzigel. Blitzigel. Ich glaube, das war der Blitzigel. Ich tausche mal gegen Joaman. Der ist eh jetzt eigentlich dran. Ja, war der Blitzigel. Okay. Roll dich nicht ein. Okay, kritischer Treffer. Ach ja, das sind mehrere Attacken. Oh, wow. Oh, wow. Joa, Mann. Oh, wow. 6 Treffer. Ich glaube, das war das Maximum. Und Stomp. Kritischer Treffer. Mein kleines Kampfschäfchen zuckt da nicht mal mit der Wimper. Scary Face. Oh, okay. Das ist, glaube ich, Grimasse. Ja, er verschreckt das Ziel mit seiner gruseligen Grimasse und reduziert damit seine Geschwindigkeit. Gibt's auch eine Party-Pokémon? Ach so. Nee. Ja. Keine gruseligen Grimassen. Erst verirre ich mich, dann verliere ich in einen Pokémon-Kampf. Vielleicht sollte ich ein Super-Nerd werden und einfach drinnen bleiben. Oh nein! Dieser Marathon ist der schlimmste. Oh! Häng deine Sportkarriere nicht an den Nagel, nur weil ich dich geschlagen habe. Oh, das wollte ich nicht. Oh, nein. Ah, Joa, man kommt wieder nach ganz hinten mit seinem riesen Aufgebot an KP, was hat. Da unten ist, Leute, da ist eine Höhle. Geht's da weiter? Kometenhöhle. Ach, das ist der Ort, von dem die eine Mutter erzählt hat, wo sie ihren Sohn rausgeschleift hat. Hallo, Komet. Wahrscheinlich aus dem Wort Kometentermite oder sowas rausgezogen. Ich probiere jetzt einfach mal Weinwip. Ich meine, es ist ein Stein-Pokémon. Hm. Es ist ein Stein-Pokémon. Ups. Das war ein interessantes Geräusch. Es ist ein großer Stein,
den ein Pokémon wahrscheinlich zur Seite schubsen kann. Sobald ich es berühre. Oh mein Gott. Ich glaube, das sollte eigentlich nicht sein, dieses Geräusch. Vielleicht ein kurzes Brunk, aber nicht die volle Ladung. Oh mein Gott. Oh wow. Hi. Hey, runter von meinem Strand. Entschuldigung, ich habe kein Schild gesehen, dass das ein Privatstrand wäre. Luke. Kokoran. Oh. Das heißt, ich könnte gegen Knuddel tauschen. Auch wenn es angeschlagen ist. Ah, lieber nicht. Probieren wir mal Metallklaue. Und ich verpasse es. Withdraw? Ach, der zieht sich ein und erhöht seine Verteidigung. Oh, wow. Okay. Nope. Dann returnen wir mal. Ja, das ist effektiver. Nachdem es ein Pflanzen-Pokémon ist, brauche ich es auch nicht mit einer Pflanzenattacke angreifen. Da bleibt nur noch eine Rückkehr übrig. Bönk. Oh. Selbst Rückkehr zieht sich. Und wenn es mich andauernd mit Gras angreift, mit Absorber angreift, dann dauert das noch länger. Hör auf, dich einzurollen! Du zielst nur das Unvermeidbare hinaus. Voller Rock. Voller Rock. Das war das Froschi. Das war der Frosch. Ja, tausche ich gegen Hörnchen. Ja, die weiterentwickelte Form sogar. Yep. Nicht vergiftet. Oh, Hörnchen, warum bist du so anfällig für Gift? Ich weiß, dass du Antidotes findest, wie blöd. Das heißt aber nicht, dass wir sie alle verbrauchen müssen. Ja, zumindest erinnere ich mich jetzt daran, dass ich eigentlich eine Packung verkaufen wollte. Schock es in Grund und Boden. Ach, Hörnchen. Ah, aber der Kampf geht weiter. Breilip. Oh. Nope. Oh, Gott. Komm schon, du schaffst das. No. Ach, Hörnchen. Oh, es war entweder du oder es. Oh. Tackle. Oh. Warum bist du auf meinen Strand gekommen? Oh. Na, jetzt hast du mich am Haken. Wie wär's, wenn wir Nummern tauschen, ey? Yay. Das heißt, wir haben eine Chance auf Revanche. Oh, Knuddel. Das war so knapp. So super knapp. Carbos. Okay. Hey, Kinemunk in seiner natürlichen Umgebung. Erinnerst du dich an mich? Das war nicht sehr effektiv. Ich probiere mich da meistens durch alles durch, weil ich mir immer nicht merken kann, was jetzt das Richtige war. Und manchmal liege ich sogar richtig. Hm.
Und kabum. Selbst wenn es K.O. ist, sammelt es noch fleißig weiter irgendwelche Gegenstände. Ich will Gas geben und ende im Baum. Was sagt uns das? Ich bin kein guter Radfahrer scheinbar. Warum regnet es nur in der Stadt? Gut. Aber nachdem wir jetzt nicht nach rechts weiterkommen, weil wir Stärke brauchen dafür. Und wir scheinbar Stärke noch nicht erhalten haben, sonst hätte ich es bestimmt schon einem Pokémon beigebracht. Reisen wir nochmal nach links weiter, sobald wir im Pokémon-Mart ein paar Antidotes verkauft haben. Ich möchte Antidotes verkaufen. Ich habe scheinbar zu viele. Ich habe auch vier Nuggets aus irgendeinem Grund. Ah ja. 99 Antidotes. 115? Gerne. Ah, okay, das waren alle, die ich hatte. Das ist okay. Wenn ich eins finde, dann sind es Antidotes. Da habe ich kein Problem mit. Man sieht, dass Hörnchen extremst fleißig ist. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Ne, nicht wirklich. Ich habe meinen reisenden Kleptomanen bei mir. Tschüssi. Ich weiß, dass da noch zwei Leute drin waren, mit denen ich nicht geredet habe. Ups. Oh, hey. Professor Bump. Oh. Psi, wie unerwartet. Es ist gut, dich wiederzusehen, Kumpel, aber unglücklicherweise ist es nicht zu einem sehr guten Zeitpunkt. Es gab einen Notfall in Zypresses Labor. Wir sind alle extremst frustriert. Also bin ich losgegangen und bin ich da rausgegangen und habe versucht, etwas zu machen. Obwohl, um ehrlich zu sein, auf dich zu treffen war vielleicht der glückliche Durchbruch, den wir brauchen. Ich kann es hier nicht erklären. Wie wäre es, wenn du mit mir zurück ins Labor kommst? Ich stelle dich Professor Zypress vor und sie wird dir eine Kurzzusammenfassung geben, was eigentlich passiert ist. Hier, folge mir. Habe ich eine... Nein, ich habe keine Wahl. Ich habe keine Wahl. Hi. Ernest, du bist zurück. Hast du den Dieb gefunden? Ist es dieses Kind? Hör zu, Kind. Du hast dir das falsche Labor ausgesucht, um letzte Nacht hier einzubrechen. Warte, Lilly. Warte. Das hier ist nicht der Dieb. Das ist Psi, meine Forschungsassistentin. Sie sind zufällig mir in der Stadt begegnet. Sie sind ein Pokémon-Trainer. Hm? Ein Pokémon-Trainer? Sind Sie vertrauenswürdig? Natürlich sind Sie das. Sie sind meine Assistentin, schon vergessen? Außerdem ist Ihr Vater Kellen, der Ranger-Chef. Aha, du bist also Kellens Kind, ha? Nun, ich schätze, dann kann ich dir vertrauen. Oh, danke. Ich bin Lilly Zypress, die Pokémon-Professorin in diesem Labor. Du hast bestimmt bereits herausgefunden, was hier vor sich geht. Letzte Nacht, während wir unterwegs waren, ist jemand in unser Labor eingebrochen. Sie haben viele der Pokémon gestohlen, die wir hier für Forschungszwecke gehalten haben. Aber es ist seltsam. Sie haben das wohl Wertvollste überhaupt völlig ignoriert hier drin. Da auf dem Tisch ist der Prototyp des Pokémon-Sprachenübersetzers. Wir arbeiten noch an dem Namen. Es ist eine präzise, super geniale, neueste Technik, an der wir gerade forschen. Es gibt einige, die sehr viel tun würden, um ihre Hände an dieses Gerät zu kriegen. Deswegen sind wir so verwundert. Warum würde jemand hier einbrechen, wenn sie nicht hinter dem PST her sind? Ah, okay, ihr habt eine Abkürzung. Psst. Reden wir über das Psst. Du bist zurück. Was hast du gefunden? Ich habe es geschafft, eins der gestohlenen Pokémon wieder zu finden. Dieser kleine hier war in der Nähe von Route 6.
Das ist super. Ich habe eine Idee. Lasst uns das Psst ging auf Outen verwenden, um herauszufinden, wer der Dieb ist. Outen! Au! Gruselig, so gruselig. Ich war in meinem Pokéball, habe geschlafen. Plötzlich bewege ich mich. Aber kein Menschen, kein Freund, Menschenfreund. Er nimmt mich mit und andere auch. Raus in die zur Berghöhle. Hat meinen Pokéball fallen gelassen und wurde frei. Richtung Berghöhle? Das muss in Route 6 sein. Vielleicht ist der Dieb immer noch dort und mit dem Rest der gestohlenen Pokémon. Das ist ein guter Hinweis. Jemand sollte dem Pokémon eine Belohnung geben für seine harte Arbeit. Nun, die Frage ist, wie werden wir diesen Dieb fangen? Sie haben all die gestohlenen Pokémon mit bei sich, also könnten sie sehr gefährlich sein. Psi kann helfen. Reden wir jetzt über Psst oder Psi? Ich habe mir gerade aufgefallen, dass abgesehen von einem Buchstaben mein Name absolut sehr gut passt. Sie sind ein Pokémon-Trainer. Sie haben sogar bereits 2 Orden. Yay, 2 Orden von 8. Oh, wow. Ist das so? Na dann, Psi, bist du vielleicht genau das, was wir gerade brauchen. Kanonenfutter. Bevor die Rangers kommen. Laut dem Outen ist der Dieb immer noch auf Route 6 im Westen. Wenn du dorthin gehst, wären wir dir sehr verbunden. Um dir mit deinen Forschungen zu helfen, ich weiß, warum leihst du dir nicht den Prototypen Psst aus? Auf die Weise kannst du mit allen anderen Pokémon reden, die du findest, die dir helfen könnten, den Dieb zu finden. Yay! Wir haben das Psst erhalten. Bitte sei schnell. Wir zählen auf dich. Yay! Okay. Hey! Nur keine Panik, nur keine Panik. Alles wird in Ordnung sein. Richtig? Ach kommt schon, ihr benehmt euch, als ob sie euch das Psst geklaut hätten. Was sie nicht haben. Also kein Grund zur Panik. Kein Grund zur Panik auf der Titanic. So, das hier müsste dann Route 6 sein. Ja, Route 6. Warum regnet es nur in der Stadt? Viele der Berge hier in der Gegend sind scheinbar unpassierbar. Trotzdem bin ich sehr entschlossen, sie zu besteigen. Viel Spaß. Regen? Kein Regen. Regen? Kein Regen. Bären? Keine Bären. Yeah! Bären. Lepperbären. Ich glaube, das, was ich am liebsten mag, sind die ganz... Ist das eine Zitru? Nee, Lumberry. Ich sollte auch wieder ein paar anbauen. Eine Schar an Outens. Outen, au! Nicht dort entlang! Menschen, böse! Sie scheinen unwillig zu sein, sich zu bewegen. Okay, das heißt, du kannst da gar nicht durch. Ups. Ich dachte, er hätte sie gerade weggedreht. Ich bin hier draußen im Feld, um Pokémon zu fangen für den Professor, aber das ist langweilig. Willst du kämpfen? Eine ganze Schar an Outen flattert zu deiner Linken. Sein Name ist sogar Owen. Gib ihm einen Tee und er heißt Outen. Kamikaze. Metal Claw? Ja, Leech Seed. Au. Wie war das Taktik mit Kamikaze? Erst Leech Seed, dann kommt der Rest. Hör auf mir rumzuknabbern.
Hat das ausgereicht? Nein. Und es ist schneller als ich. Oh doch, es hat ausgereicht. Yay, Level 20. Mega Drain. Oh ja. Ja, 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 ja. Es erhöht die Hälfte von dem, was es abgezogen hat. Leech Seed wird beibehalten. Klar, Return ist Weinweb 75. Ja. Ja. Notfalls kann ich es noch bei dem Attackenlerner wiederholen. Ah, zurück in die Stadt, um zu heilen, schätze ich mal. Aha. Ja. Ich brauche das zum Glück nicht machen. Ich habe genügend Medizin. Zeit, sie mal aufzubrauchen. Ich habe noch 16 Revives. Ja, ich sollte mal speichern. Ups, das sind die Optionen. Speichern. Immerhin versuchen wir gerade, einen Dieb ausfindig zu machen. Hi. Tintin. Menschen sind hier nicht erlaubt. Seid... Okay, angekündigte wilder Kampf. Ups. Ich habe vergessen, Kamikaze auszutauschen, nachdem ich es geheilt habe. Oh, wow. Das war sehr effektiv. Oh, es ist verpufft. Oh nein. Oh Gott, ich glaube, ich habe es getötet. Oh Gott, es ist verpufft. Oh, das ist nicht gut. Okay, das heißt, du wirst mich wahrscheinlich auch herausfordern? Ja. Tintin! Menschen sind nicht erlaubt! Der nächste. Lauter Outen. Haben die es nicht mit noch verschiedenen Pokémon-Sorten probiert? Oder? Ups. Wow. Die armen Outens. Und das nächste ist Futsch. Oh mein Gott. Yay, Super Potion. Hey. Tintin, keine Menschen erlaubt. Ich habe gesehen, was du meinen Brüdern angetan hast. Trotzdem versuche ich es auch noch, dich aufzuhalten. Yay, es hat einen Treffer gelandet. Flip. Und tschüss. Wäre cool, wenn jetzt da vorne am Eingang kein Outen rumflattert, sondern die entwickelte Form. Okay, da kann ich nicht weiter. Hi. Au, Outen. Naja, Zeit, das Psst zu benutzen. Hä? Wie kannst du es wagen, mich wegzunehmen? Mich fortzuschleifen? Nimm das. Hä? Ich hab nicht versucht, dich zu entführen. Oder soll ich sie fangen? Ich könnte sie jetzt fangen. Einen Moment. Nur um das jetzt mal auszuprobieren. Pokéball. Ja, ich kann's fangen. Hätte ich die alle fangen sollen? Nappy. Du heißt Nappy, weil du gekidnappt wurdest. Hätte ich die anderen fangen sollen? Ups. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas großartig ausmacht. Oh, hey. Eine Zwiebel. Garli Kid! Garli! Was machst du hier, Mensch?
Versuchst du etwa weitere Pokémon zu versklaven? Sie wurden von euren Klauen befreit. Sie werden nicht länger eure Gefangenen sein. Garlicid ist hier, der Pokémon-Held. Ich habe sie gefunden in diesem furchtbaren Menschenort und ich habe sie befreit. Wir kämpfen für unsere Freiheit. Ja, eins habe ich gefangen draußen. Hi, Garlicid. Oh. Warum hast du noch Pokémon? Breaks the mold. Was auch immer du meinst. Reduzieren wir mal, was auch die Angriffskraft von dir. Bulldoze? Au! No, Hörnchen, so knapp vor dem nächsten Erfahrungsschritt. Bulldoze ist eine Bodenattacke. Ich nehme jemanden, der fliegt. Theoretisch dürfte das nicht treffen. Minion. Nein, ich wechsle jetzt nicht. Okay. Ich dachte jetzt, dass ich die in weiterentwickelte Form von unserem Kätzchen... Oh nein. Nein, 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 nein. Komm schon. Hör auf, nicht zucken. Haha. Wow. Azuri... Federtanz. Azuri macht das so locker weg. Down that harshly lost is attack. Ah, damit kann ich die Angriffskraft vom Gegner senken. Nee. Ich kann sie zum Schlafen bringen. Das und mich heilen und Quick Attack ist wichtig, weil sonst habe ich nur Flugattacken. Barscharf. Das war Kampf, das ist schwach gegen Flug. Warum ist alles schwach gegen Flug, was er gegen ausstößt? Heiliges Blechle. Aha. No. No? Ich will deinen Angriff nicht abkriegen. Sorry. Bereite dich vor, zerstört zu werden. Warum kann ich jetzt gegen dich kämpfen? Wir haben verloren, aber wie? Warum kämpfen diese Pokémon im Namen der Menschen? Wollen sie denn keine Freiheit? Sie sind deine Freunde? Das ist unmöglich. Pokémon und Menschen können nicht koexistieren. Hey, Sionab. Komm mal ran. Ich gehe zurück zu diesem Ort. Warum? Du wirst dafür zahlen, Mensch. Solange es Pokémon gibt, die gegen ihren Willen gefangen gehalten werden, werde ich Garlicid, der Pokémon-Held, sie retten. Ich werde wiederkommen. Yay. Torment. Ja, die Höhle ist nicht sehr groß. Ach, Hörnchen. Der letzte Erfahrungspunkt war dir nicht vergönnt. Oh Gott, sie sind alle da. Sieh, du hast es geschafft. Wir haben alle verheilenden Pokémon wiederbekommen, dank dir. Bis auf eins, das habe ich gefangen. Wir sind dir gefolgt, nur um sicher zu gehen, falls du vielleicht Hilfe brauchen könntest. Ganz weit hinter dir. Aber du hast dich gut geschlagen. Wir haben alles gesehen, was passiert ist. Hast du zufällig... Hat jemand... Irgendjemand von euch auch einen kleinen grünen Mann in einem Kostüm an euch vorbeirennen sehen? Das war kein Mann, das war ein Pokémon. Unser Dieb war tatsächlich ein Pokémon, genannt Garlicid. Sie sind unglaublich selten. Ich habe schon seit Jahren nicht mehr gehört, dass ihm eins gesichtet wurde. Sein Habitat ist an einem sehr entfernten Ort in den Bergen, deswegen trifft es sehr selten auf Menschen.
Um ehrlich zu sein, wäre ich nicht überrascht, wenn dieses jemals überhaupt einen Menschen vorher getroffen hatte. Garlicid hat einen sehr starken Sinn von Gerechtigkeit. Es muss die Pokémon im Labor gesehen haben und gedacht, dass wir sie als Gefangene halten. Ja, das hat's auch gesagt. Ich schätze, sie haben angegriffen, einfach weil sie aufgeregt waren. Vielleicht hat Garlicid aber auch einen guten Punkt. Von jetzt an sollten wir sicher gehen, dass Pokémon ihre Freiheit haben und wir zuhören und ihnen noch besser zuhören. Wenn wir davon reden, als kleiner Feldforschungstest für den Pokémon-Sprachübersetzer, würde ich sagen, dass es ein gewaltiger Erfolg war. Ich kann sehen, dass das ein sehr nützliches Werkzeug in den Händen von Pokémon-Trainern werden kann. Also als Dank dafür, dass du uns geholfen hast, wie wäre es, wenn du den Prototypen behältst? Das würde uns eine Menge super Daten im freien Feld geben. Sei einfach nur vorsichtig damit, okay? Wir möchten nicht, dass das Gerät in die falschen Hände gerät. Falls du irgendetwas brauchen, werden wir zurück am Labor sein. Bis zum nächsten Mal. Sieh. Wenn das ein Test gewesen wäre, würde ich sagen, dass du mit fliegenden Fahnen bestanden hast. Du hast sehr gute Intuition bewiesen und warst sehr ressourcenreich. Mhm. Ich würde sagen, du bist auf einem sehr guten Weg, ein waschechter Pokémon-Trainer zu werden, Kumpel. Mate. Ja, bevor ich es vergesse, ich habe hier ein Item, das dir auf deiner Reise helfen wird. Yes, XP Share. Wenn du einem deiner Pokémon erlaubst, diesen Gegenstand zu halten, wird es Erfahrung sammeln, selbst wenn es nicht im Kampf mitmacht. Fang weiterhin Pokémon und wachse. Dein nächster Pokémon-Kampf ist in Beerbridge Stadt, richtig? Das ist ein echt langer Weg, also solltest du dich wohl besser noch vorbereiten, bevor du aufbrichst. Viel Glück auf deiner Reise. Ich feuere dich an. Nun, ich werde wohl zurück nach Moki Town reisen. Lass uns fliegen, Pajai. Ah, du hast... Ja, gib mir auch Flügel. Ich habe ein Vogel-Pokémon. Ich habe ein Flug-Pokémon. Ich habe einen Vogel. Bitte gib mir Fliegen. Oh Gott. Ich muss jetzt Hörnchen erstmal ins Krankenhaus bringen. Ich könnte einen Revive verwenden. Na, Wurst. Wurst, Wurst, Wurst. Gut. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Ein sehr erfolgreicher Tag. Wir haben unseren Reifen gegen ein Fahrrad eingetauscht. Wir sind jetzt offiziell etwas schneller unterwegs. Yay! Wir haben die armen, entführten Pokémon befreit und wieder eingefangen. Und sind jetzt stolzer Besitzer des Psst. Nun gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, Likosop! Ciao!